Liebe Leute, nach einer einwöchigen Pause bin ich wieder am Start. Da ich im Moment nicht so mobil bin, machen wir ein bisschen mehr Theoriegeschichten und heute möchte ich euch gerne mal etwas über die Entwicklungsgeschichte des Pferdes erzählen. Wir fangen mit dem Eohippus an. So hieß dieses kleine Pferdchen, das ihr da sehen könnt. Das kommt aus dem Griechischen und heißt Morgenröte-Pferdchen. Daran kann man sich das immer ganz gut merken. Und wenn ihr euch das mal anguckt, das hatte noch richtig drei Zehen, noch gar keine Hufe. Und der Schädel war auch noch sehr rund und das war auch noch sehr klein. Das war wie so ein kleiner Hund vielleicht von der Größe. Und das hat sich vorwiegend von Laub ernährt. Das ist gar nicht so auf der Weide gestanden, sondern hat so in Wäldern gelebt. Ja, das hat vor 55 Millionen Jahren gelebt, dieses Tier. Dann kommen wir schon, machen wir einen Sprung weiter vor. Das ist das Meiohippus. Das hat vor 35 Millionen Jahren gelebt. Ihr seht schon, da sind so etliche Millionen Jahre dazwischen. Und dann kann man sehen, dass das hier auch nur noch zwei Zehen sind. Wir nähern uns also langsam dem Huf. Und es war auch schon ein bisschen größer, ungefähr Schafsgröße. Und wenn ihr euch den Schädel anguckt, der ist auch schon ein bisschen länger gestreckt. Und es konnte dann auch natürlich schon ein bisschen Gras fressen und nicht nur Laub und Äste. Dann haben wir hier das Merikhippus, komischer Name. Das war schon fast Ponygröße, kleines Pony. Das Besondere ist, es hat jetzt wirklich schon Hufe bekommen. Und der Schweif ist auch nicht mehr ganz so zottelig. Ja, und das hat vor 20 Millionen Jahren gelebt. Das Merikhippus. Und dann kommen wir schon zum letzten. Das ist das Pliohippus. Und das hat jetzt schon einen richtigen Schweif und ist auch schon gute Ponygröße. Und hier könnt ihr schon sehen, hier sind schon auch erste farbliche Abzeichen. Und dieses Pliohippus ist letztendlich der Vorfahre von all unseren Pferden, Ponys und Eseln.